liebe Kanbesucher, ich bin Joko Taylor und ich heiße euch heute für das Wochenende ganz herzlich im Namen der Animaco willkommen. Dieses Wochenende haben wir wieder ein Motto. 2012, die Konkalypse ist da. Die Animaco findet dieses Jahr zum fünften Mal statt. Und auch dieses Jahr haben wir wieder richtig viel für euch vorbereitet. Zum Beispiel habt ihr schon einen guten Geschmack in unser exorbitantes, tolles Bühnenprogramm bekommen. Wir hatten dieses Jahr wieder ganz, ganz viele Showgruppen. Wir haben Cosplay-Wettbewerbe, davon habt ihr heute auch schon einen sehr tollen interaktiven gesehen. Ihr habt ganz toll mitgemacht. Und wir haben Music Acts. Gleich kommt auch einer im Anschluss direkt dran. Wir haben dieses Jahr wieder einen ganz tollen, fetten, prall gefüllten Händlerraum, wo dieses Jahr eine Aktionsbühne steht, wo viele kleine Dinge stattfinden, unter anderem der ganz, ganz allseits beliebte Nudelschlürfwettbewerb. Außerdem gibt es bei uns Workshops, Karaoke und einen super leckeren Essensbereich. Alle Infos und ein Lageplan, perfekt in der Mitte, wenn man ihn aufschlägt, ist in unserem Con-Heft. Da stehen ganz, ganz viele tolle Dinge drin. Vielen Dank an die Orga und die vielen, vielen Helferhände, die dieses Wochenende erst möglich machen. Und wir bekommen natürlich ganz viel Unterstützung von unseren Sponsoren, die zum Beispiel die tollen Preise beisteuern. Wie zum Beispiel, vielen Dank an Vacom, Cassé, Filmkonfekt, Universum, Artmax, Animax, Tokyo Pop und Nintendo. Vielen Dank! Ich hoffe, ihr genießt dieses Wochenende mit vollen Zügen und nehmt ganz viele tolle Eindrücke und Erfahrungen mit nach Hause. Und ich hoffe, ihr kommt zum nächsten Mal mit dem Tokyo. Und jetzt ein Hoch auf den Besen, auf die netten Leute, die Bühne sauber machen. Jetzt wünsche ich euch erstmal ganz viel Spaß mit unseren Ehrengästen aus Japan. Wir haben extra für euch eine ziemlich sehr gute, sehr, sehr erfolgreiche J-Pop-Band eingeladen. J-Pop-Bereich gewechselt. Deswegen sind die Stimmen ganz, ganz, ganz vorzüglich.